Es war der 25. und letzte Verhandlungstag. Der Angeklagte Hussein K. hat für die ihm vorgeworfene Tat den Mord und die Vergewaltigung von Maria Ladenburger, die 19-jährige Medizinstudentin, heute die Höchststrafe bekommen. Die Kammer um die junge Vorsitzende, Frau Katrin Schenk, ist dem Antrag des Oberstaatsanwalts Eckhard Berger in vollem Umfang gefolgt. Sie hat den Angeklagten zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Sie hat die besondere Schwere der Schuld festgestellt und sie hat angeordnet, nicht die Sicherungsverwahrung angeordnet, sondern einen Vorbehalt ausgesprochen, mit dem die Sicherungsverwahrung später dann angeordnet werden kann, wenn sich in der Haft herausstellt, dass der Mann voraussichtlich weiterhin gefährlich sein könnte. Das Urteil wurde im Publikum zum Teil mit Beifall quittiert. Draußen vor der Tür demonstrierten Rechtsradikale. Die Sprechchöre waren bis in den Gerichtssaal zu hören. Das Verfahren hatte eine erhebliche politische Kulisse. Es ging natürlich um auch die Flüchtlingspolitik. Es ging um den Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die zu uns kommen. Es ging um die Frage der Betreuung. Aber die Richterin hat in einer Klarheit und Schärfe deutlich gemacht, dass in diesem Gerichtssaal diese ganzen Aspekte keine Rolle spielen können. Dass es hier einzig und allein darum geht, welche Schuld trägt der Angeklagte an diesem Gewaltverbrechen und wie ist er dafür verantwortlich zu machen. Der Angeklagte hat die Urteilsverkündung, wie wir ihn schon kannten, mit gesenktem Kopf verfolgt. Fast ohne Regung, fast ohne Gefühlsregung, erkennbare Gefühlsregung. Er wurde, obwohl er inzwischen, hört man, gut Deutsch spricht, wurde ihm die Urteilsverkündung und die Urteilsbegründung von einem Dolmetscher übersetzt. Hussein K., sein Alter steht immer noch nicht genau fest. Es war natürlich Bestandteil der Urteilsbegründung und auch des Prozesses, wie alt ist dieser Mann eigentlich wirklich. Das Gericht nimmt an, dass er zur Tatzeit sicherlich älter war als 18, also kein Jugendlicher mehr, sondern ein Erwachsener, so ein Heranwachsender, nimmt aber zu seinen Gunsten an, dass er zur Tatzeit mit nicht völliger Sicherheit 21 Jahre schon war, hat dennoch aber auf ihn das Erwachsenenstrafrecht angewandt, denn, wie die Richterin Frau Schenk ausführte, es hält ihn bereits für eine vollentwickelte Person, die alle Merkmale zeigt eines Erwachsenen. Insofern ist dieser Mann auch voll verantwortlich zu machen für die Tat, die er am 16. Oktober 2016 begangen hat, als er die junge Medizinstudentin, die nach Hause radelte, von einer Institutsparty nachts überfallen hat an der Dreisam hinterm SC-Stadion. Sie gewürgt hat, sie dann auf, ja, man muss schon sagen, bestialische Weise vergewaltigt hat und sie dann so in den Fluss Dreisam gelegt hat, mit dem Kopf nach unten, dass sie hat dort ertrinken müssen. Er hat später dann, sagen Zeugen, keine erkennbare Reue gezeigt. Er hat weitergelebt, als wäre nichts gewesen. Man hat ihn dann nach 7 Wochen als Täter ermittelt. Die Richterin hat die enorme Sorgfalt und Akribie und Energie gelobt, die die Ermittler in diesem Fall gezeigt haben. Und allein dieser Aufwand, der damals getrieben worden ist von den Ermittlungsverfahren, von den Ermittlern, hat dieses Verfahren, Gerichtsverfahren überhaupt erst möglich werden lassen. Während der Staatsanwalt und der Vertreter der Nebenklage, Herr Kramer, das Urteil uneingeschränkt begrüßt haben, wenn es auch in Nuancen von dem abwich, was ihre Plädoyers enthielten, so hat der Verteidiger, der Pflichtverteidiger, Herr Glate, angekündigt, er werde Revision einlegen.
Er sagte, das sei zunächst einmal vorsorglich der Fall. Innerhalb einer Woche kann man vorsorglich Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen. Ob es dann tatsächlich zu einem Antrag auf Revision kommt, wird sich herausstellen, wenn die schriftliche Urteilsbegründung vorliegt. Ein Grund für Herrn Glate könnte sein, dass die Frage der Drogensucht und der Berauschung des Angeklagten, wie er sich ausgedrückt hat, nicht abschließend genug geklärt worden sei. Also die Frage der verminderten Steuerungsfähigkeit bei der Tat. Der Angeklagte hatte ja ausgesagt, habe erhebliche Mengen Alkohol getrunken, habe einen Joint geraucht, er sei berauscht gewesen während dieser Tat. Aber die Zeugenvernehmungen haben doch, und auch die Videoaufnahmen aus der Straßenbahn haben doch erkennen lassen, dass Hussein K. geradeaus lief, dass er wusste, was er tat, dass er einen keineswegs volltrunkenen Eindruck gemacht hat. Es wird noch spannend sein zu erfahren, ob dieser Revisionsantrag, der da ins Haus steht, Aussicht auf Erfolg hat. Wenn nicht, dann wartet auf Hussein K. eine lebenslange Freiheitsstrafe, und zwar auch lebenslang, nicht nur in dem Sinne, wie man es von gewöhnlichen Straftätern kennt, dass sie nach 15 Jahren Anspruch haben, zu prüfen, ob eine Restverbüßung in Freiheit, also eine Aussetzung auf Bewährung, stattfindet, sondern wegen der besonderen Schwere der Schuld wird er mit Sicherheit nicht nach 15 Jahren freikommen, und wegen der möglichen Vorbehalt der Sicherungsverwahrung kann es bedeuten, dass er sehr, sehr lange in Haft sein wird. Die einzige Chance, die er hätte, wenn das Urteil rechtskräftig wird, ist, dass wegen dem Vorbehalt der Sicherungsverwahrung er schon von Anfang an versuchen kann, mit therapeutischen Angeboten, die in der Haft ihm angeboten werden, auf Dauer ein, wie die Richterin sagt, ein ganz anderer Mensch zu werden, als er jetzt ist. Denn sie sagt in ihrer Urteilsbegründung, er habe ein außergewöhnliches Maß an Empathielosigkeit, Gewissenlosigkeit, Gefühlskälte gezeigt, das auch ursächlich dafür war, dass die besondere Schwere der Schuld ausgesprochen wurde. Nach über einem halben Jahr und 25 Verhandlungstagen ist damit ein Prozess, der Freiburg bewegt hat wie kaum ein zweiter, zu einem vorläufigen Ende gekommen.